Servus Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video schauen wir uns mal ganz gemeinsam an, und das werde ich mal wieder schließen, damit wir es gemeinsam durchgehen, wie wir uns Avira ganz einfach deinstallieren bzw. löschen. Schauen wir uns Step für Step an. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch, und zwar würde ich mich unfassbar freuen, bzw. an dich, genau an dich, der das gerade hier hört. Fühl dich angesprochen, ja? Genau an dich. Und zwar, du musst jetzt meinen Kanal abonnieren, liken und kommentieren. Ist mir komplett egal, was du für Einwände hast, du musst das jetzt machen. Und deswegen, ja, wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, beziehungsweise du, starten wir direkt ins Video. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal hier Systemsteuerung ein in der Windows-Suche, klicken drauf. Und ich mache das jetzt hier mit Windows 11, macht aber überhaupt keinen Unterschied, ob ihr das mit Windows 10 etc. macht. Also ich zeige euch das auf einem Weg, wo das Ganze auch mit älteren Windows-Installationen funktioniert. Klicken dann in der Systemsteuerung auf Programme und Features und bekommen dann hier eine Liste ausgespuckt mit allen Programmen, die wir auf unserem Rechner installiert haben. Und da das Ganze nach Namen sortiert ist und Avira natürlich mit A beginnt, ist das direkt hier oben. Können auf die Installieren drücken. Beachtet das hier nicht. Ich bin nämlich mit zwei verschiedenen Benutzern gleichzeitig angemeldet. Bei euch wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Dann müsst ihr einmal kurz mit Ja bestätigen. Habt ihr jetzt gerade nicht gesehen, weil das OBS leider nicht aufnehmen kann. Und dann gehen wir hier auf Deinstallieren. Auf Ja wieder, sorry. Seht ihr wieder nicht. Und dann auf Umfrage überspringen. Und dann wird das Ganze schon deinstalliert. Dauert ein paar Sekunden und dann haben wir das Ganze auch schon. Und es ist fertig. Scheiße. Wieso wird das? So, haben wir es dann. Anscheinend dauert das einen kleinen Moment. Und fertig, perfekt. Später neu starten und wir haben es. Können das Ganze schon schließen und es wurde auch gerade entfernt, haben wir gesehen. Avira ist nicht mehr da, perfekt. Und wir haben das somit das Problem gelöst, also beziehungsweise das Ganze deinstalliert und sind fertig mit dem Topic. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten war es das. Ich bin raus. Pfiat euch, Baba. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, Leute.